Regie, sag mal, was war heute dran? Wie jetzt? Jeff! Nee, Jeff? Ja, nee, ich wollte nur... was sagt Marc? Marc? Oh, hi, Marc. Oh, ja, dann machen wir das doch, oder? 3, 2, 1, let's go! Ich heute von meinen monatigen Ausflügen durch die Sahara. Damals, als die Sahara noch Teil der Arktis war und Winnetou, mein treuer Freund, noch unter uns war. Hey, Spaß, Leute. Also heute erzähle ich euch, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Aber natürlich, wow, erstmal den Bart-Socken-Check. Der ist auf jeden Fall am Start. Wunderbar. Oh, mein Scheißstuhl ist kaputt, Mann! Ah! Ja Leute, also ich erzähle euch heute die Geschichte meines Kanalnamens, wie ich auf meinen Kanalnamen gekommen bin. Und auf jeden Fall Leute, wenn ihr mir als solcher Storytime-Real-Life-Videos sehen wollt, wäre es mega cool, wenn ihr mal den Daumen nach oben geben könnt. Dann würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Oder schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir legen jetzt mal so, dann könnten wir auf jeden Fall anfangen Leute. Die Frage, die mir so oft gestellt wurde, und zwar, wie bin ich verflixt und zugenäht auf meinen Namen gekommen? Ja, Leute, da gibt es eigentlich eine ziemlich epische Sache, die ich jetzt mal so anreißen könnte. Ach, übrigens, falls sich jemand fragt, ob ich diese Sonnenbrille einfach nur hab, um mich irgendwie cool zu fühlen oder so, nee, die wurde mir doch tatsächlich vom Arzt verschrieben. Nee, ist halt ehrlich so, also, serious. Okay, ich würde sagen, wir legen mal los. Leute, es war ein ziemlich... Ja, man kann schon fast sagen, sommerlicher Nachmittag. Ich war in der Schule und es gab einen Kommentar zu meinem Aussehen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat mal gesagt, yo, stylische Hose oder irgendwie sowas. Also ich weiß es wirklich nicht mehr, irgendwie kam da irgendwie so alles zusammen. Auf jeden Fall habe ich mir halt stylische einfach gemerkt. Es hat sich hier oben und da einfach vertieft und eingebrannt, Leute. Und... ja, was soll ich sagen? Seitdem ist der Style mit mir, Leute. Und ich versuche, diesen Style in die Welt hinauszutragen. Alles klar, das lassen wir. Jeff, raus damit! Richie! Ah! Auf jeden Fall, Leute, dann war ich halt auf dem Heimweg im Bus und hab dann so ein bisschen nachgedacht, so, yo, stimmt ja schon. Aber wie kannst du das jetzt in ein geiles, phänomenales Substantiv verwandeln? Und irgendwie bin ich halt dann auf den Namen Stylex gekommen. Und Leute, ich weiß gar nicht, irgendwie haben sich diese drei Buchstaben SLX einfach bei mir... sofort vor den Augen einfach, die habe ich einfach gesehen, Leute. It's no joke. Ich habe die wirklich dann, das kam mir direkt in den Sinn, so SLX, Alex. Und ich dachte mir so, das ist doch die Idee. Das ist es doch. Bin ich halt zu meinem Namen gekommen und ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr draus gemacht, als es im Endeffekt ist, aber ja, Leute, so war es halt. Und ich wurde so oft jetzt, wirklich so dermaßen oft danach gefragt, im Stream, in der Community, in meinen Videos, unter meinen Videos, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Und jetzt, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, Leute, eigentlich war das jetzt so ziemlich kurz, aber ich wollte euch das einfach mal raushauen, einfach mal rausgeben, weil, wie gesagt, die Nachfrage einfach so übertrieben groß ist, beziehungsweise groß war. Und ja, Leute, ich dachte mir einfach fürs Mittwochvideo ganz gechillt abends bei der Hitze sich die Geschichte meines Kanalnamens anzuhören. Muss doch einfach spannend sein. War absolut nicht spannend. War also so gar nicht spannend. Alles klar. Bye, have a great time. Werdet ihr wirklich, ihr werdet mich los, Alter. Oh Mann, ihr müsst noch so viel lernen, Alter. Woohoo! Wow! Ja, Leute! Das war's mit diesem Video. Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Es war so ein kleiner Sneak Peek in meinen Channel History. Das kann man einfach so sagen. Ich wollte es euch einfach mitteilen, weil... sagt, die Nachfrage so übertrieben groß war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar zu dieser Story in den Kommentaren. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr zu der Story sagt, wie ihr sie findet oder ob ihr irgendwas anderes erwartet habt. Und yo Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen, Freitag, 19 Uhr, zu einem neuen Video. Bis dann, haut rein und ciao!